Hallo Katharina hier und das ist ein Video zu der Frage, wer eigentlich unser Business führt. Und diese Frage gibt uns tiefere Klarheit zum Thema, warum Dinge manchmal so fürchterlich unklar sind oder uns so sehr Angst machen. Es gibt verschiedene Auslöser für das Video. Ein großer Auslöser ist in meinem eigenen Leben zu finden, ein anderer in der Zusammenarbeit mit meinem eigenen Mastermind-Buddy und der dritte ist etwas, was ich immer wieder mit potenziellen Klienten und Interessenten beobachte. Und ich will das Stück für Stück mal aufdröseln. Meine eigene Erfahrung ist die, dass ich seit über 20 Jahren davon träume, in einem Gemeinschaftswohnprojekt zu leben. Und für über 20 Jahren dachte ich, oh, lasst uns doch ein Tal im Piedmont besiedeln, das nennen wir Val d'Amore. Und das ist ein Tal, wo es um bewusstes Leben und Nachhaltigkeit und Spiritualität geht. Und die Freunde, mit denen ich damals gesprochen habe, haben gesagt, ah, super Idee, aber wovon leben wir? Was arbeiten wir? Und dieses Thema war quasi immer so, hat mein Leben immer begleitet. Ich habe einiges angeschaut an Gemeinschaften. Ich hatte eine super glückliche Zeit in Amerika, in der Gemeinschaft mit Tiefenökologen. Und dieses Jahr kam ich an den Punkt, wo ich dachte, boah, jetzt soll sich da irgendwas tun in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich bin bereit. Und vor allen Dingen dadurch, dass ich mehr und mehr online arbeite und die letzten Jahre ja eh sehr viel gereist bin und von unterwegs gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ja, das ist auch nicht mehr so groß die Frage, ob diese Gemeinschaft jetzt irgendwie in der Schweiz oder in Deutschland oder in Bali oder in Australien ist. Und nachdem das klar war für mich, aha, jetzt soll was geschehen, hat das Universum geantwortet, ein bisschen rasch. Und eine Freundin rief mich an und sagte, dass sich da eine Gruppe bildet aus einem anderen Projekt heraus. Und die Frage ist, ob diese Gruppe etwas Eigenes auf die Beine stellen möchte. Sie würde mich gerne einladen, sie hätte mich gerne dabei. Das Treffen hat hier bei mir stattgefunden, super netter Kreis von Menschen und mit dem echten Potenzial zu sagen, okay, lasst uns anpacken. Und danach habe ich einen dieser Mitbegründer oder nein, das stimmt gar nicht, einen aus dieser Gruppe getroffen und er sagte zu mir, hey, in dem Moment, wo ich dich sah, wusste ich, dass du die Power hast, sowas auf die Beine zu stellen und mir gefällt deine Inspiration und Beseeltheit und deine Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, zu benennen und ich sehe, dass du total das Potenzial hast, sowas zu manifestieren. Ich habe das auch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zwei für eine Zeit sozusagen in eine Führungsposition gehen, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und meine Reaktion war überhaupt nicht beglückt, obwohl das alles war, was ich mir seit 20 Jahren scheinbar wünsche. Und noch dazu kommt, dass der Typ ausschaut wie Aragorns Onkel. Und ich bin früher Herr der Ringe, Aragorn, der Typ mit dem Schwert, der König und so. Ich bin völlig auf diesen Aragorn abgefahren. Ich hatte ein Bravo-Poster in meinem Büro. Meine Kunden waren völlig irritiert. Ich war immerhin 40. Und dann kommt dieser Typ, schaut aus wie Aragorns Onkel und sagt, ich sehe deine Stärke und ich will mit dir so ein Projekt machen. Und ein Teil war irgendwie inspiriert und beglückt und ein anderer Teil war völlig angepisst und hat sich mega unter Druck gefühlt. Ich wollte natürlich genauer wissen, was da geschieht und so bin ich diesem Thema irgendwie nachgegangen. Und je mehr ich dieser Frage nachgegangen bin, desto mehr habe ich ähnliche Mechanismen auch in meiner Arbeit entdeckt. Wenn wir das Licht von jemandem sehen und das Potenzial und das Aussprechen sagen, das sehe ich in dir an Schönheit und an Weisheit und an Einzigartigkeit und das ist deine Medizin. Und da, wenn du über das sprichst, geht total alles in dir auf und in den Dingen klappst du zusammen, aber da ist so viel Energie, dass das nicht immer einfach ist, an diesem Punkt sozusagen herausgefordert zu werden. Und die Frage ist, warum geschieht das? Was da geschieht, ist, dass wir halt in unserem Leben ganz viel über unsere Persönlichkeit funktionieren und nicht über unsere Seele und unser Herz. Und die Persönlichkeit ist die gesamte Struktur, die wir entwickelt haben, seit unserer Kindheit, Schulzeit, aber auch in dieser Gesellschaft, um hier einen Platz zu finden, um dazuzugehören, um zu überleben. Das sind all unsere Ängste und Besonderheiten und Vorlieben und Abneigungen und Sicherheitsbedürfnisse und
Vorurteile und vor allen Dingen sind es all die Meinungen über uns. Und die Persönlichkeit existiert quasi nur deshalb, weil es unterhalb eine Überzeugung gibt, dass so wie wir sind, so wie wir wirklich sind, in einem entspannten Zustand, dass das nicht genug ist. Und dass es gefährlich ist, die Wahrheit zu sagen, dass wir irgendwie, dass wir nicht die Power haben, für die Dinge zu gehen, die wir lieben, und dass wir nicht genau wissen, was wir wollen. Das sind oft die drei großen Hürden: Wille, Power, Wert. Und nachdem es da quasi so ein Defizit gibt, weil wir früher als Kinder verletzt wurden, wenn wir in dieser vollen Kraft waren und Lehrer und Eltern gesagt haben, sei nicht zu viel, sei anders, das macht man nicht. Oder auch, weil wir karmische Erinnerungen haben, dass diese volle Power unseren Kopf kürzer gemacht hat. Und quasi, um mit diesem Gefühl nicht zu sehr in Kontakt zu kommen, entwickeln wir die Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit hat auch wieder verschiedene Facetten. Also es gibt quasi Aspekte von uns, die wir zum Vorschein bringen, wenn wir einen Vortrag machen. Es gibt andere Aspekte zu uns, die wir zum Vorschein bringen, wenn wir mit schwierigen Eltern diskutieren. Und es gibt noch andere Aspekte, die wir zum Vorschein bringen, wenn wir mit unserem Banker reden. Also wo wir quasi wie Ersatzstrategien entwickelt haben, eine Ersatzpower, ein Ersatzwille und ein Ersatzwert. Ersatzwert zum Beispiel sieht oft so aus, dass wir das Gefühl haben, wir haben dann Wert, wenn wir uns wahnsinnig anstrengen, und nicht, wir haben Wert, einfach weil wir Wert haben, weil wir sind, wie wir sind. Also wir haben diese Persönlichkeit, und hier ist natürlich der Clou: unsere Persönlichkeit versucht auf jeden Fall unser Business zu führen und unsere Projekte zu führen. Und das heißt, viel von der Anstrengung, die wir tun, von den Texten, die wir schreiben, von all den Dingen, die wir produzieren, entstehen entweder in super enger Kooperation mit dieser Persönlichkeit oder unter der Führung der Persönlichkeit. Und wenn das geschieht, dann versuchen wir clever zu sein, unschlagbar, makellos, fehlerfrei. Also wir versuchen alles, damit nicht spürbar wird, dass es dahinter so ein Loch gibt an Selbstvertrauen und Selbstwert und organischer Power. Und das Interessante ist natürlich, und das ist der Clou, wenn jemand kommt und sagt, ah, ich sehe zwar deine Persönlichkeit, aber ich sehe das Licht dahinter. Ich sehe, wie großartig du bist. Gibt es diese super heftige Abwehrreaktion, weil diese Persönlichkeit natürlich Angst hat um ihren Job. Und die Persönlichkeit beruht darauf, dass es Mangel gibt. Und die erste Reaktion ist dann zum Beispiel oft die, dass wir sagen, ja, das ist ja ganz nett, dass du mich toll findest, aber du hast ja gar keine Ahnung, wie schwierig das ist, ich zu sein, und wie schwierig meine Lebensumstände sind und wie wahnsinnig ich herausgefordert bin von dem und dem und dem und dem. Und zum Beispiel in dem Beispiel von dem Wohnprojekt war mein Gefühl quasi die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Mein erster Impuls war, wow, der Typ ist irgendwie so schnell. Da komme ich nie mit, der wird mich irgendwie platt machen. Das ist mir alles zu steil, und ich habe Angst bekommen, ich müsste jetzt quasi mich auf 10 Inkarnationen für irgendwas mit Haut und Haar verpflichten. Ich habe keine Luft mehr, ich muss zu allem Ja und Amen sagen. Und ich habe in der Situation überhaupt nicht sehen können, dass quasi die Entscheidung zu sagen, ich übernehme eine Führungsposition für so ein Projekt, bedeutet, dass ich es gestalten kann auf eine Art und Weise, die ich gut finde. Okay, was geschieht, wenn wir jemanden bei seinem Licht mit seinem Licht ansprechen? Super spannend. Also oft dieser Doppelwopper. Das erste ist, wow, es tut so gut, wenn jemand unser Licht sieht. Und das zweite ist, Persönlichkeit kickt ein und sagt, und was ist mit mir? Und ich habe mich so angestrengt, ich habe so viel Geld investiert, ich habe so viel gelernt und ich habe mich so abgerackert und das Leben ist so mühselig. Ich will auch gesehen werden. Und das gibt die Gegenreaktion. Und diese Persönlichkeit erlebt es als Bedrohung, wenn uns jemand mit diesem Licht und unserem Potenzial anspricht. Praktisch sieht es dann zum Beispiel so aus, wenn Leute meine Arbeit kennenlernen, so ganz am Anfang,
Und zum Beispiel das erste Mal diese Landkarte ein bisschen klarer sehen und verstehen, ah, Nebel hat eine Funktion, es gehört zum Prozess, es ist unser Ringen mit dem Drachen. Dann finde ich das erste Mal eine Erleichterung statt von, wow, ich bin nicht crazy, das ist alles total normal, ich bin auf dem richtigen Weg. Und im zweiten Atemzug kurz hinterher kickt die Persönlichkeit wieder ein und sagt, aber ich, aber ich, aber ich. Und entweder, wenn es quasi noch so nah ist, dass wir nicht genügend Distanz haben, um es zu beobachten, entsteht eine Supernova an Nebel. Von ich kann das nicht, du siehst mich doch nicht wirklich richtig, das ist völlig unmöglich, ich muss hier raus. Selbstliebe bedeutet, dass ich jetzt irgendwie Abstand brauche und ein heißes Bad nehmen muss. Also Supernova an Nebel, weil die Persönlichkeit quasi ums Überleben kämpft und sagt, ich will aber quasi in dieser Identität bleiben von ich bin so arm und schwach und unfähig. Und nicht nur das, ich will in der Identität bleiben, sondern ich will mit dieser Identität mein Business führen. Und das geht quasi nicht. Klarheit bedeutet immer, dass die Persönlichkeit ein Stück weggeht von dem Fahrersitz, dass wir mehr und mehr die Führung übernehmen mit dem, wer wir sind. Entspannt mit allen Dingen, mit Äs und Rumgestotter und aber auch mit unserer ganzen Liebe und Begeisterung. Und das ist quasi der Prozess, der stattfindet. Und es bedeutet aber auch, wir können das nicht im Stabhochsprung machen. Wir können quasi nicht diesen Teil, der Angst hat, die Führung zu verlieren und dass er nicht gesehen wird in all seiner Anstrengung, in all seiner Einsamkeit und all seinem Defizit. Wir können den nicht an den Ohren packen und einfach neben uns setzen. Die beste Strategie für mich ist die von kleinen Schritten. Und die kleinen Schritte helfen uns, quasi diese Supernova an Nebel mit immer mehr Distanz betrachten zu können, immer mehr be zu beobachten, ah, der Teil versucht sich gerade wieder ans Steuerrad zu setzen. Und also genau, das hilft. Sehr präzise immer wieder beobachten, das Aufschreiben, also die Mechanismen sehr genau beobachten, wo der Nebel einsetzt, wo die Persönlichkeit die Führung übernimmt, wo wir Angst bekommen, neugierig bleiben. Und das ist quasi das ist der Deal oder der Versuch von der Persönlichkeit, ist quasi so viel Nebel und Angst zu erzeugen, dass wir sagen, das geht doch nicht, ich lasse das, ich tue lieber bei der Mikro die Chips einsortieren. Das war eine völlig bescheuerte Idee, irgendein Soul-Business machen zu wollen. Also kleine Schritte, viel beobachten, viel aufschreiben. Dieses Aufschreiben gibt dir Distanz zu dem Nebel. Das ist so wichtig. Und es ist zum Beispiel besser, jeden Tag 5 Minuten etwas zu machen, was dich in Verbindung bringt mit dem Licht und was aus dieser unbeschwerten Energie kommt, von einfach du selber sein und dir die Freiheit zu geben, ungezügelt zu sein mit dem, was dich begeistert und was du liebst und was du wirklich weißt. Also lieber jeden Tag 5 Minuten als einen Tag lang 4 Stunden und nachher monatelang nicht. Also die Seele will ja rauskommen. Die Seele ist das, was uns zieht und wo wir es gehört haben, ich kann diese Suche nicht loslassen, ich muss es haben. Das ist diese unendliche Energie, die uns über Stock und Stein zieht. Also wir können sie nicht loslassen, aber dieser Teil kann entspannen, wenn wir ihm jeden Tag ein bisschen Energie geben. Der ist schon so, ah, okay, ich werde gehört regelmäßig. Ich komme raus aus dem Feld von ich bin verrückt. Ich bin nicht nur gefährlich. Also diese Sehnsucht ist nicht nur der Feind, sondern die Sehnsucht ist eine gute Energie. Das ist ein guter Nordstern in uns. Und wie gesagt, die Persönlichkeit, die Angst hat von total die Kontrolle zu verlieren, beobachten, aufschreiben, Abstand finden durchs Beobachten, immer wieder wissen, wenn der Nebel hochkommt, ist es die Persönlichkeit, unser innerer Kritiker, die gerade unter Zugzwang kommen und das Gefühl haben, boah, der Job als armes, armes, armes Ich ist mega bedroht, darum müssen wir gleich mal ein paar Schalte nachlegen. Um das dringlicher zu machen, wie unfähig und arm und powerlos wir sind. Und das erinnert mich immer wieder an dieses wundervolle Gedicht von der Marianne Williamson, das der Nelson Mandela in seiner Antrittsrede verwendet hat. Und der eine Absatz ist der: Wir haben nicht Angst vor unserer Ohnmacht, wir haben so viel Angst vor unserem Licht. Und genau das ist es. Und
Genau. Also bleib dran. Bleib dran, denn die Nebel werden sich lichten. Schreib sehr viel. Füttere diesen Seelenteil, füttere diesen Hunger, diese Energie, die dich über Stock und Stein zieht. Hör dir zu. Bleib wachsam dafür, wenn du sie degradierst im Sinne von, ach, das sind alles nur Hirngespinste. So, ich hoffe, das war hilfreich. Ich halte dich auf dem Laufenden, was mein Gemeinschaftswohnprojekt ausmacht. Also du siehst, wir sind alle drin, ich bin drin, an verschiedenen Positionen oder mit verschiedenen Themen immer mehr uns daran zu erinnern, dass wir zutiefst schöpferische Wesen sind und dass dieses Aufwachen, durch das wir gehen, persönlich und kollektiv, vor allen Dingen damit zu tun hat, dass wir aufwachen aus der Illusion, keine Power zu haben. So, langes Video. Ich hoffe, es war hilfreich. Liebe Grüße, Katharina.